Diese Trauben sind reif. Reif genug, um von Landtagspräsidentin Muhterem Aras und ihren Freunden aus der Politik zu Matsch getreten zu werden. Traditionell ein großer Spaß beim Weindorf hier vor dem Stuttgarter Rathaus. Aber halt, Hygiene geht vor, also heißt es erstmal Füße waschen. Es fühlt sich unglaublich gut an. Und ich freue mich nachher aufs Pressen. Sie kann es also kaum erwarten. Dann mal rein in den Bottich und stampfen, was das Zeug hält. Aber auch für ihre Kollegen heißt es, erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Völlig neue Idee für Fußpflege. Ein schönes Stuttgarter Cuvée. Und bei Ihnen, wie finden Sie es? Super, glitschig, saftig. Machen Sie das zum ersten Mal? Nein, schon oft. Das ist eine der schönsten Veranstaltungen. Da liebe ich. Wer vom Publikum also gedacht hat, er könnte hier die Politiker mal leiden sehen, der hat sich offenbar getäuscht. Und auch der Chor feuert die Politpromis bei ihrer Beinarbeit an. Lasst den Kreisen bringen, singt und lasst uns reden. Also Frau Aras ordentlich ins Zeug legen und alles geben. Am Ende werden die Füße wieder abgewaschen. Eine Belohnung nach dem Kraftakt im Matsch, oder? Ja, das wäre echt eine Kur, jeden Morgen so Trauben pressen, das wäre so. Können wir einführen im Rathaus, im Landtag. Offenbar zeigt sich Frau Aras begeistert von der traditionellen Art, Wein herzustellen. Aber, liebe Kollegen, wie schmeckt denn der Traubensaft? Gesund. Großartig, selber erarbeitet. Da sind wir stolz drauf. Na dann, Prost. Auf das Ergebnis kann man tatsächlich stolz sein. Aber wie fällt das Fazit vom Publikum aus? Sehr gut. Ich bin für was Süßliches und da bin ich ganz heavy. Ein bisschen wenig, aber gut. Bei 75 Öxle Mostgewicht in den Trauben auch kein Wunder, dass der zukünftige Wein sehr gut wird. Aber trotzdem, gute Arbeit.